Ja, hallo und willkommen. Hier ist wieder der Frank von fotologbuch.de mit einer neuen Folge, ja, einem neuen Videotutorial zu Adobe Lightroom. Diesmal wird es auch kein Quick-Tipp werden, sondern ich möchte mit der heutigen Folge beginnen, euch das Druckmodul etwas ausführlicher vorzustellen. Ich habe jetzt lange genug eigentlich auch im stillen Kämmerlein rumhantiert und eigene Erfahrungen gesammelt, um etwas dazu sagen zu können. Wen es interessiert, ich drucke hier aktuell mit einem Epson SureColor P800 und davor hatte ich auch jahrelang einen Epson R3000 im Einsatz. Bevor wir ins Druckmodul wechseln, ist es wichtig, dass ihr die Fotos, die ihr eigentlich drucken wollt, auch erstmal organisatorisch zusammenfasst. Das heißt, irgendwo in der Sammlung oder wie auch immer, denn wenn wir jetzt hier mal ins Druckmodul rüber wechseln, entfällt der Zugriff auf diese komplette Struktur der Ordner. Wir haben zwar hier unten Zugriff auf die verschiedenen Sammlungen und wir haben auch hier die Möglichkeit, sagen wir mal, letzte Quellen auszuwählen bzw. immer Zugriff auf die Schnellsammlung zu haben, aber eben die kompletten Ordner fehlen hier. Ja, also insofern ist es ganz gut, sich vorher erstmal die Bilder ein bisschen zusammenzustellen in der Sammlung, damit man die auch so mal schneller für den Druck aufbereiten kann. Ja, was haben wir hier noch? Auf der linken Seite am Anfang hier die Möglichkeit zwischen verschiedenen Drucklayouts erstmal auszuwählen. Und bei diesen Drucklayouts gibt es nochmal drei zu beachtende Layoutstile. Wir haben einmal den Layoutstil 1, nennen wir mal Einzelbild-Kontaktabzug. Zum Beispiel hier gerade ausgewählt mit 4x6. Da wird jedes Bild einfach nur einmal gedruckt in dem jeweiligen Layout. Das heißt, wenn ich hier ein zweites Bild einfach mal markiere, dann gibt es jetzt hier eine zweite Seite. Und dann wird das zweite Foto auf der zweiten Seite gedruckt. Eben jedes Bild nur einmal auf einer Seite. Dann gibt es aber auch das sogenannte Bildpaket. Da wird ein und dasselbe Bild einfach mehrfach auf einer Seite, aber zum Beispiel in verschiedenen Größen gedruckt. Mal hier zum Beispiel auswählen 4x6 und 6, ja, 2x3, 6 Stück. Dann haben wir das zum Beispiel hier, so eine Bildpakete. Ja, und dann gibt es noch den Layout-Stil 3. Das ist das sogenannte benutzerdefinierte Paket. Die sind hier auch so schön mit dem Namen unterscheidbar. Ist auch so eine Art Bildpaket, aber nur mit dem Unterschied, dass ja, wir die Zellen selber mit verschiedenen Fotos füllen können und das Layout auch etwas freier gestalten können. Ich werde auch in einer späteren Folge nochmal zeigen, wie wir uns eigene Layouts anlegen können. Aber wie gesagt, generell machen sich diese benutzerdefinierten Layouts auch gut für ja, Collagen und so. Zwei Schalter werden hier auf der linken Seite noch extrem wichtig. Das ist zum einen hier Seite einrichten. Da soll man sich natürlich erstmal gleich das Zielformat aussuchen, wo, auf welches Medium will man, welche Mediengröße will man später drucken. Insofern kann man sich hier verschiedene Sachen aussuchen und entsprechend wird natürlich das Bild auch ja, ausgerichtet in diesem Format. Und eine zweite Geschichte ist hier das Thema Druckeinstellung, nämlich hier auch zu kontrollieren, was hier in der Papierhandhabung drin steht. So ist es mir nämlich am Anfang passiert. Ich gehe einfach hier mal raus, stelle einfach mal hier was ein, nämlich 13 mal 18, wo haben wir es? Einzelblattrandos, okay. Habe also hier eine Größe eingestellt, gehe auch einfach mal auf ein so normales Format, habe dann gedruckt. Und habe dann gemerkt, okay, das passt irgendwie nicht, die Größen stimmen nicht, weil nämlich hier zum Beispiel in den Druckeinstellungen bei der Papierhandhabung noch drin stand zum Beispiel A4. Und das würde in dem Moment passieren. Ich hätte nur einen Teil des Fotos gedruckt, aber das extrem vergrößert. Ja, und das ist insofern, müsst ihr aufpassen, dass dieses Papierformat, was ihr hier eingetragen habt, natürlich auch entsprechend übereinstimmt mit dem, was ihr hier bei Seite einrichten, ja, eingetragen habt. So. Was ist noch wichtig? Hier unten können wir auswählen, eigentlich welche Fotos in die Druckbögen übernommen werden sollen. Wir haben zum einen mal alle Fotos im Filmstreifen. Damit hätte ich jetzt hier gerade 7 oder beziehungsweise 8 Seiten. Kann dann hier zu den entsprechenden Seiten auch springen. Kann auch sagen, okay, ich möchte nur die ausgewählten Fotos nehmen. Dann kann ich halt hier auch einfach mehrere Fotos mit gedrückter Command- beziehungsweise Steuerungstaste markieren, das hätte ich jetzt hier drei Seiten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ganz zu sagen, nur die markierten Fotos, das heißt nur die Bilder, die ein ja, weißes Fähnchen haben.
Können wir jetzt hier wieder rausgehen, gehen wir wirklich ausgewählte Fotos. Wenn ich jetzt so eine Mehrseitendarstellung habe, wie hier zum Beispiel drei Fotos ausgewählt und er zeigt mir natürlich nur die eine Seite, kann ich zum einen hin und her springen, indem ich einfach hier auf das entsprechende Bild klicke. Guckt mal unten auf die Seitenzahl. Das wäre Variante 1. Oder indem ich zum Beispiel hier mit gedrückter Maustaste auch einfach mal hin und her bewege mich. Wie gesagt, so könnt ihr euch auch, sag mal, durch die einzelnen Seiten blättern. Oder ihr nutzt einfach hier diese Pfeiltasten. Ja, das war's fürs Erste und dann kommen wir weiter zu den anderen Optionen. Fangen wir rechts oben an. Als Erstes haben wir hier nochmal ja, so ein Auswahlfeld, Einzelbild, Bildpaket etc. Damit kann ich natürlich nicht den aktuellen Layout-Stil einfach umstellen auf diesen anderen Layout-Stil, sondern er springt hier bloß ja, zwischen den einzelnen zuletzt angewählten Kategorien in dem entsprechenden Layout-Stil um. Das heißt, wenn ich hier das Bildpaket zum Beispiel mal umstelle und sage, ich hatte das und springe hier andauernd hin und her, dann wechselt er andauernd zwischen diesen beiden Geschichten. Insofern hilft mir das auch nicht groß weiter. Und liebes Adobe-Team, was ich mir ja, in Zukunft wünschen würde, wäre hier eine eindeutige Unterscheidung auch in den Layout-Stil-Bezeichnungen, also in diesem Vorlagebrowser. Ich kann ja eigentlich nicht auf den ersten Blick erkennen, was ist ein Einzelbildstil und was ist ein Bildpaket. Vielleicht kriegt er das ja in Zukunft mal hin. So, für die anderen Schalter wechsle ich jetzt einfach mal in dieses Bild und nehme mal die Haken raus. Ja, was haben wir hier? Wir haben zum einen den Schalter Ausfüllen. Gerade hier haben wir so einen Bildrahmen natürlich, der ist im Querformat und mein Bild ist im Hochformat. Klar wird das natürlich, wenn ich das Bild da rein platziere, so verkleinert, dass keinerlei Information verloren geht. Jetzt kann ich sagen, okay, ist mir egal, fülle es aus, auch wenn etwas dabei verloren geht. Und wenn ich will, kann ich dann hier mit gedrückter Maustaste den Inhalt nochmal ja, neu ausrichten. Das wäre Variante 1, ausfüllen. Oder ich sage zum Beispiel, drehe das Bild, somit es in diese Dialogbox oder in diese Layoutbox besser reinpasst. Insofern haben wir hier auch die Möglichkeit, das anzuwählen. Hier seht ihr, wirkt auch dieser Schalter Ausfüllen genauso. Dieser Schalter Drehen und Einpassen wirkt natürlich nicht bei quadratischen Fotos. Das heißt, hier ist ein Foto, was mit 1:1 Beschnitt drin ist. Da funktioniert das natürlich nicht. Ein Foto pro Seite wiederholen. So, da werden wir jetzt mal einfach hier reingehen. Aktiviere ich das mal und suche hier mal ein Layout aus, wo normalerweise eigentlich nur ja, ein Foto käme. Nämlich hier so ein Layout, sage auch meinetwegen, er soll das Ding noch ausfüllen und sage jetzt hier ein Foto pro Seite wiederholen. Jetzt macht er nämlich quasi aus diesem Einzelbild, ja, Layout-Stil, ein Bildpaket. Und dupliziert einfach das Foto auf der entsprechenden Seite mehrfach. Wenn wir jetzt hier entsprechend natürlich gesagt haben, ausfüllen, müssen wir natürlich sicherstellen, dass auch der Inhalt an jedem dieser Fenster gleich ist. Und dazu können wir das entsprechend ausrichten. Und ihr seht, er passt das entsprechend für alle Fotos auf der gleichen Seite an. Insofern sehen die dann auch alle gleich aus. Ja, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Konturrahmen anzugeben. Ich aktiviere den erstmal und sage, okay, wie breit soll denn mein Rahmen sein? Ich mache den mal jetzt ein bisschen breiter, damit er ein bisschen mehr sieht. Kann dann auch noch sagen, okay, welche Farbe soll dieser Rahmen haben? Und da kann ich nicht nur zwischen verschiedenen Graustufen wählen, sondern ich komme auch hier an eine Dialogbox, die die Farben darstellt, indem ich einfach mal hier in dieses Bunte reinklicke. Und kann dann hier eine neue Farbe wählen. Oder wem das nicht reicht, der kann auch einfach mal die Umschalttaste gedrückt halten, in dieses Farbfeld reinklicken und jetzt mit gedrückter Maustaste einfach dieses Farbfeld verlassen. Jetzt könnt ihr irgendwo auf dem Desktop hingehen und könnt dort irgendeine Farbe auswählen. Mal gucken, haben wir hier irgendwo was? Ja, hier zum Beispiel dieses Orange. Das kann auch irgendein anderes Symbol auf dem Desktop sein und dann haben wir entsprechend diese Farbe aufgenommen. Ja, zurück kommt ihr entsprechend wieder in die Graustufendarstellung, indem ihr einfach eins dieser Felder hier nehmt. Ja. Rahmen. Jetzt haben wir als Nächstes Layout, Hilfslinien und Seite. Diese Punkte werde ich in diesem Video erstmal überspringen, denn ich will in einem separaten Video nochmal genau zeigen, wie man sich auch benutzerdefinierte Layouts anlegt
Und da will ich mich dann speziell dieser ganzen Geschichte hier widmen. Ja, das letzte Bedienfeld kümmert sich dann letztendlich hier, ja, Druckauftrag um das Drucken selber. Hier haben wir die Möglichkeit, entweder direkt auf den Drucker und der zu Hause bei uns steht, auszudrucken oder eben zum Beispiel auch auf eine JPEG-Datei. Das ist zum Beispiel nicht schlecht, wenn ihr keinen eigenen Drucker zu Hause habt oder die Druckkosten eventuell zu hoch wären und ihr das dann doch lieber extern rausgeben wollt. Oder wenn zum Beispiel euer Drucker nur bis A4 drucken könnt und ihr wollt ganz gerne was Großes ausdrucken. Insofern haben wir hier auch die Möglichkeit, direkt auf eine JPEG-Datei auszugeben. Je nach Ausgabevariante haben wir jetzt hier verschiedene Optionen, die uns hier zur Verfügung stehen. Und wir werden als erstes mal beginnen mit den, ja, Optionen für diese Ausgabe in eine JPEG-Datei. Da haben wir als erstes hier oben so einen Schalter Drucken im Entwurfsmodus. Na, da würde wahrscheinlich jeder vermuten, okay, der Drucker spart Tinte etc. Es wird etwas weniger aufgelöst gedruckt. Der Drucker geht einfach in sogenannten Sparmodus. Ist leider nicht so, sondern wenn diese Option aktiviert ist, wird nicht das richtig bearbeitete Foto zum Drucken geschickt, sondern Ausgangspunkt ist hier die gespeicherte Standardvorschau des Bildes. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann nimmt Lightroom einfach die Miniaturansicht des Fotos. Ich verwende diesen Schalter eigentlich nie. Er soll aber ganz hilfreich sein, wenn man zum Beispiel so Kontaktabzüge mal rausgeben will. Wenn ihr diesen Schalter aktiviert, dann stehen hier unten verschiedene Optionen gar nicht mehr zur Verfügung. Insofern ist dann hier mit Farbmanagement etc. Schluss. Dateiauflösung. Diesen Wert müssen wir bei einer Ausgabe auf eine Datei zwingend mit eintragen. Gerade bei Feinart-Druckdienstleistern sollte man auch vorher schauen, was wollen die haben. Das Bild wird nämlich dann mit dieser Option auf diese angegebene, ja, Auflösung umgerechnet. Wir haben also einmal die Bildgröße, die Formatgröße A2, A3 und mit der Auflösung entsprechend wird das Bild hier umgerechnet, damit das entsprechend auch, ja, in der Größe ankommt, wie ihr es haben wollt. Ist also eng mit dem Papierformat verbunden. Dann haben wir hier ein, ja, Nachschärfen des Ausdrucks. Generell müsst ihr überlegen, was ihr hier macht. Dafür kann ich euch keine direkte, ja, Empfehlung so oder so immer geben, sondern ihr müsst es einfach ausprobieren, wie doll die Ausgabe, ja, vor der Druckausgabe direkt nachgeschärft werden soll. Ich kann euch einfach nur sagen, matt schärft mehr als glänzend. Und ja, dann haben wir hier noch die Möglichkeit natürlich niedrig, Standard und hoch. Ich verwende meistens eigentlich, wenn ich glänzend ausgebe, hier die Ausgabe hoch. Und wenn, also für glänzend hoch. Und wenn ich auf mattes Papier ausgebe, eigentlich Standard. Und damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren. JPEG-Qualität. Das dürfte eigentlich jedem klar sein. Hiermit stellen wir einfach nur die Kompressionsrate ein. Das heißt, je höher die Qualität sein soll, desto weniger darf natürlich die JPEG-Datei komprimiert werden. Insofern 100% bei mir eigentlich immer Pflicht. Aber wenn man irgendwas nur mal rausgeben will, um es per E-Mail an Freunde zu verschicken, kann man hier, denke ich mal, auch gerne den Schalter etwas weiter runterfahren. Benutzerdefinierte Dateiabmessung. Das kann ganz hilfreich sein, wenn ihr mal, ja, dieses Medium, auf das ihr ausgeben wollt, kann irgendein Druckdienstleister ja zum Beispiel sein, nicht in diesen Standardformaten findet, bei den Seiteneinstellungen. Und dann kann ich hier nämlich die Ausgabegröße überschreiben und kann genau, sag mal, die Ausgabegröße definieren, wie ich sie bei dem Druckdienstleister haben will, wenn ich zum Beispiel mal auf Poster drucken will, auf eine lange Rolle oder wie auch immer. Also insofern, wenn es nicht mehr als Standardformat, sondern ein Sonderformat wäre. Farbmanagement. Grundvoraussetzung natürlich für eine farbechte Bearbeitung und Ausgabe ist erst einmal, dass ihr selber an einem kalibrierten Monitor arbeitet. Insofern müsst ihr auf dem Monitor erstmal das sehen, was auch später rauskommt. Damit aber auch das, was ihr am Monitor seht, so auf Papier rauskommt, muss halt der Drucker die Möglichkeit besitzen, mit Farbprofilen umzugehen. Ist halt doof, wenn der Ausdruck, ja, auf dem tollen Feinartpapier oder Superfotopapier nicht so aussieht wie auf dem Monitor. Insofern müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Ihr habt hier bei dem Farbmanagement
bestimmte Profile entsprechend immer schon voreingerichtet, je nachdem, welchen Drucker ihr installiert habt oder welche Farbprofile ihr zum Beispiel hier nachinstalliert habt. Insofern könnt ihr da auch einiges nachschicken. Insofern hier auch die Auswahl nochmal vergrößern, je nachdem, welchen Drucker ihr habt. Das ist ganz wichtig. Schön ist ja auch heute, dass man die entsprechenden Farbprofile von den verschiedenen Papierherstellern auch direkt meistens auf der Herstellerseite oder auf dem Shop zum Download angeboten bekommt. Insofern das auf jeden Fall nutzen, wenn ihr auch zum Beispiel auf Fine Art ausgeben wollt oder generell auf einen guten Fotodrucker. Ja, dann haben wir hier unten so einen Schalter. Perzeptiv relativ. Mein Gott, was ist das nun wieder? Perzeptiv heißt nichts anderes eigentlich, dass ja, der vorhandene Farbraum so weit ja, verkleinert wird, dass er in den neuen Zielfarbraum passt. Das heißt, es wird letztendlich alles ein bisschen zusammengestaucht. Damit verändern sich aber auch die Farben unter Umständen, aber die Verhältnisse zueinander der Farben bleiben erhalten. Es kann also sein, dass damit die Farben des Monitors nicht mit den Farben des Drucks übereinstimmen. Müsst ihr halt aufpassen. Relativ geht wieder einen anderen Weg und sagt sich einfach, ich schneide alles ab, was außerhalb meines Zielausgabefarbraums liegt. Super. Das heißt, die Farben, die ich auf dem Monitor sehe, passen besser zum Druck, aber die Unterschiede in den Randfarben, diese Farbkontraste gehen hier dabei komplett verloren. So, an der Stelle kann ich euch ehrlich gesagt keine echte Empfehlung geben, was ihr machen müsst für euren Drucker, für euer Papier. Probiert es einfach nach Motiv und Drucker selber aus. Ich benutze beides, je nach Motiv oder Druckpapier. Und für solche Testausdrucke machen sich übrigens kleine Papierformate ganz gut. So spart man nicht nur Tinte, sondern auch das teure große A3-Papier. Ja, zum Schluss können wir hier die Helligkeit und den Kontrast bei der Ausgabe noch ein bisschen anpassen. Ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, ja, in bestimmten Ausdruckvarianten sind mir die Ausdrucke einfach ein bisschen zu hell. Und dann kann ich die mit diesem Regler einfach wieder ein bisschen dunkler machen. Insofern müsst ihr das auch ausprobieren. Kleiner Testausdruck, guckt euch das Ergebnis an auf dem Foto, auf dem Papier. Gefällt euch das so oder müsst ihr das entsprechend anpassen? Macht man eigentlich auch bloß einmal für jede Papiersorte und dann weiß man in Zukunft, was man dort einzupassen hat. An dem Kontrast musste ich selber noch nie umstellen groß, aber wie gesagt, wenn euch das ein bisschen zu flau ist oder ihr den Kontrast noch erhöhen wollt, dann könnt ihr das über diesen unteren Schalter. Ja, wenn wir das alles eingestellt haben, heißt es zum Schluss eigentlich nur noch ja, Ausgabe des Drucks in eine Datei. Das heißt, wir gehen hier rein in die Dialogbox, können einen Namen für diese Druckdatei, für diese JPEG-Datei eingeben und das war's. Ja, damit hätten wir die Ausgabe in eine Datei schon mal besprochen. Ja, bei der direkten Ausgabe auf dem Drucker ähneln sich jetzt viele Optionen und insofern gehe ich hier jetzt im Folgenden nur noch auf die Unterschiede ein. Entwurfsmodus hatte ich schon was gesagt, Druckauflösung. Hier kann natürlich wieder umgerechnet werden und das Schöne ist, bei der Druckausgabe auf dem Drucker kann ich generell diese Sache abschalten. Wenn ich wollte, dann wird einfach die originale Auflösung an den Drucker gesendet. Ist aber auch ganz hilfreich, da letztendlich mal mit anderen Zahlen ja, ein bisschen was auszuprobieren, um eventuell auch ja, zum Beispiel Tinte zu sparen. Ich kann nämlich, wenn ich zum Beispiel sage, ich will ausgeben auf A2, ja, von den 300 gerne abweichen. Letztendlich würde das natürlich einen Einfluss haben auf die Umrechnung in Richtung Druckerformat. Probiert euch da einfach mal aus. Also ich verwende zum Beispiel hier ja, bis A4 ja, eine Druckauflösung von 360 ppi. Bei DIN A3 bin ich schon runter auf 240 ppi und ab DIN A2 steht bei mir da meistens eigentlich sogar nur 180 ppi. Einfach mal die Tatsache beachten, gerade wenn ich große Formate habe, dass ich ja doch einen gewissen Betrachtungsabstand habe. Insofern, niemand geht bei einem A2-Foto bis auf Nasenlänge an so ein Bild ran. Insofern probiert euch da einfach mal aus, das kann ganz hilfreich sein. 16-Bit-Ausgabe. Das kann sein, dass ihr diesen Schalter bei euch nicht habt. Wie gesagt, früher bei Windows gab es den gar nicht und der ist auch davon abhängig, ob euer Drucker dazu in der Lage ist überhaupt.
Er ist einfach dafür da, gerade wenn ich Farbverläufe habe, so Farb- und Helligkeitssprünge zu verhindern. 8-Bit kann halt weniger als 16-Bit. Insofern ist das hilfreich, wenn wir solche Verläufe drin haben. Ja, beim Farbmanagement haben wir jetzt zusätzlich zu diesen bekannten Profilen, die wir eben schon hatten, die Möglichkeit, sozusagen vom Drucker verwaltet. Dann kümmert sich halt der Drucker darum. Gerade wenn man sagt, okay, Epson Drucker, Epson Papier, das soll der schon optimal können. Sagt, kann ich früher sagen, hatte ich bei dem Epson R3000 auch immer super Ergebnisse. Bei dem SCP 800 bin ich mir da im Moment nicht ganz so klar, ob das wirklich so schön ist, weil ich habe da auch schon Fehldrucke gehabt. Aber wenn ihr diese Schalter so verwendet habt, würde ich euch empfehlen, nicht direkt hier über Drucken zu gehen, weil dann würde sofort die Druckausgabe starten, sondern geht über diesen Schalter Drucker, weil dann habt ihr nämlich nochmal die Möglichkeit, entsprechend hier auch die Einstellung zu kontrollieren. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, okay, Farbanpassung, ist denn hier der Epson-Modus Farbanpassung überhaupt aktiviert oder irgendwas anderes? So, da aufpassen. Genauso Papierhandhabung. Ich hatte ja wohl schon was gesagt zu diesem Seitenformat hier. Hier muss man natürlich gucken, dass das entsprechend auch korrespondiert, nicht dass der Druck eventuell zu klein oder zu groß da ist. Und was wir dann natürlich noch haben, sind die Druckereinstellungen, dass wir sagen können, genau, was wir für ein Medium haben, Fotopapier, mattes Papier oder was auch immer. Ja, insofern, wenn wir das alles eingestellt haben, dann können wir jetzt gerne hier hinten auf Drucken drücken und hätten dann ja in mehr oder weniger kurzer Zeit das Ergebnis in Papierform vor euch. Ja, das war es an dieser Stelle auch, was ich euch zeigen wollte zum Thema Drucken für heute. Ich hoffe, es war ganz interessant für euch. Ihr habt wieder ein bisschen was dazugelernt. Wird demnächst dann weitergehen mit weiteren Videos zum Thema Drucken. Ich danke euch dann erstmal für eure Aufmerksamkeit für heute. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.